Hallöchen meine Lieben, herzlich willkommen hier wieder auf meinem schönen Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet und habt und herzlich willkommen in der Schiffsmodellbauwerft. Ja, es geht weiter mit der RMS Titanic. Wir wollen heute die nächsten beiden Ausgaben aus der nächsten Lieferung verbauen. Und zwar Ausgabe 8 und 9 sollen es heute dementsprechend sein. Da geht es dann weiter am Deck. Wir bekommen weitere Details und es geht weiter am Rumpf. Beim letzten Mal hatten wir uns ja mit der Kolbenmaschine beschäftigt. Da hatten wir ja dementsprechend weitere Ventile, Stege, Niedergänge und Verbinder angebracht. Also, ich würde sagen, wir legen dann jetzt mal los. Ihr kommt jetzt dichter und wir fangen an. So, es geht weiter mit Ausgabe 8, unser Metall-Titanic von Archet. Und zwar bekommen wir darin folgende Teile. Wir bekommen einmal eine Bughalterung. Das ist dieses schöne Teil, damit wir das auch nachher richtig schön, wenn das fertig ist, das, was wir zusammengebaut haben, dann aufstellen können. Dann bekommen wir zwei Poller, die sind hier dementsprechend noch in dem Tütchen. Wir bekommen ein Anker, eine Anker, ein Ankerspiel. Das ist 8D. Das sind die kleinen weißen Dinger hier. Und dann bekommen wir eine Führung der Ankerkette. Das ist das große Teil. Dann dementsprechend die Entführungsventile. Das sind diese kleinen. Und wir bekommen noch eine Abschlussleiste der Backbord-Bordwand. Das ist dieses schöne große Stück hier. So, was dürfen wir tun? Als erstes unser schönes Deck, was wir bisher zusammengestellt haben. Und jetzt brauchen wir die Ankerspiels. So, schweres Wort. Die sollen wir jetzt dementsprechend an folgenden Positionen positionieren. Und zwar, wenn ich das richtig sehe, ist das auf dieser Seite davor. Das bedeutet, die kommen hier reingedrückt. Nur reingedrückt. So. Dann sind die in Position. Dann sollen wir die Führung der Ankerkette nehmen. Das ist dieses schöne Teil hier. Und das hat hier oben dementsprechend zwei Löcher. Und die beiden Poller, die ich da eingesetzt habe, die sogenannten Ankerspiels, die greifen da jetzt durch. Wir sollen das erstmal einmal so einsetzen und dementsprechend testen, ob das dementsprechend auch sitzt. Ja, das tut es. Und jetzt sollen wir auf der Unterseite von unserem
von unserer Ankerführung hier an den beiden Punkten sollen wir ein bisschen Klebstoff drauf machen. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich dementsprechend hier gerade perfekten Klebstoff zur Hand habe. Na, wo habe ich ihn denn? Wo habe ich ihn denn? Schlecht vorbereitet. So, da habe ich ihn. So, dann brauche ich noch einen sogenannten Zahnstocher. Da gebe ich jetzt ein bisschen Sekundenkleber drauf. So. Und dann tun wir das Ganze dementsprechend an diesen beiden Punkten ein bisschen einschmieren. Nicht zu viel. Und auch nicht zu wenig. Ups. So. Haben wir gemacht. Und jetzt setzen wir das Ganze dementsprechend wieder ein. Und drücken es leicht dementsprechend fest. Das sollte jetzt eigentlich kleben. Wir halten das mal ein paar Sekunden so fest. Normalerweise sollte das eigentlich kleben. Nämlich genau so. Sehr schön. So, weiter geht's. Dann nehmen wir die Rückseite von unserem ersten Decksteil. Haben hier jetzt praktisch das etwas größere Loch in der Mitte. Ich zeige euch das mal, da wo mein Finger ist. Da kommt jetzt dementsprechend eine CP-Schraube durch. Und dann ist unsere Ankerkettenführung auch fixiert an unserem Decksteil. Haben wir wie gesagt gemacht. Und jetzt sollen wir diese beiden schönen Teile hier, das sind wie gesagt unsere Führung der Ankerkette, die sollen wir jetzt in den Löchern daneben platzieren. Die werden einfach nur auch dementsprechend reingedrückt. Davon haben wir wie gesagt zwei Stück. Die werden wie gesagt auch nur so reingedrückt und dann sieht das Ganze doch schon so aus. Und so langsam komplettiert sich das schöne Teil. Und jetzt sollen wir diese beiden kleinen weißen, die lege ich mal hier drauf, damit ihr die auch erkennen könnt. Hier, das sind unsere sogenannten Entlüftungsventile. Ja, die kommen jetzt dementsprechend dazwischen. Und wir sollen nach dem Tipp, der hier im Endeffekt im Heft steht, sollen wir die beiden mittleren Ventile Dampfventile, die wir hier in der Mitte haben, vorsichtig nochmal entfernen. Gut, dass ich die nicht angeklebt habe. Die ziehe ich einfach jetzt mal so raus. Zack. So. Und dann nehme ich eine Pinzette, die ich gerade noch hier liegen hatte. Und setzen die ein. Wir müssen darauf achten. Hier, ich versuche euch das mal näher in die... Oh, wenn man Fokus jetzt scharf stellen würde. Wir haben hier oben drauf noch einen kleinen Pinöpel. Der ist ziemlich weit nach einer Seite.
Und wenn ich das richtig rumhalte, ist er dementsprechend auf der rechten Seite. So, die beiden Pinöpel müssen jeweils nach innen stehen. Ich ziehe mal am besten aber auch noch die beiden raus. Ich kann ja alle dementsprechend rausziehen. Sind ja nicht festgewachsen. So, und dann setzen wir die praktisch hinter der dementsprechend. Setzen wir die so ein. Ja. Eine haben wir. Und dann kommt noch die zweite. So. Und jetzt versuche ich euch das mal näher zu zeigen und ich hoffe, mein Fokus stellt scharf. Natürlich tut er es nicht. Ärgerlich. Ärgerlich. Ich versuche das mal. Nein, funktioniert nicht. Könnt ihr echt, ja, doch vielleicht ein bisschen. Also wie gesagt, hier sind noch zwei so kleine Pinne drauf und die müssen jeweils in die Mitte stehen. So, jetzt müssen wir erstmal unsere Dampfventile wieder vorsichtig reindrücken, die wir entfernt haben. So, und dann haben wir das Ganze dementsprechend jetzt so. Und dann sind wir auch mit den ersten Teilen für unser Deck fertig. Kommen wir dann jetzt noch dementsprechend zur Abschlussleiste der Backboard-Bordwand. Also da brauchen wir unser schönes Bugteil. Das haben wir nämlich hier. Und da sollen wir dann dementsprechend jetzt die Bordwand aufsetzen. Wir haben hier zwei Löcher. Ich zeige euch das mal hier oben. Also hier oben haben wir zwei Löcher. Und da greifen dann diese beiden Löcher hier schön rein. Und da setzen wir jetzt noch zwei BP-Schrauben rein. Einmal ein bisschen beiseite die Baugruppe. So, ein bisschen halten. So, da sitzt es. Und das gleiche dann an der hinteren. Lege ich mal hin, dann hat man mehr Kraft, wenn man das dann richtig festhält. So, und dann haben wir das Ganze dementsprechend so, und das sieht doch schon richtig toll aus. Und wir sind dann mit dementsprechend Ausgabe Nummer 8 von unserer Titanic auch erstmal fertig. So, weiter geht es mit Ausgabe Nummer 9. Da bekommen wir folgende Teile drin. Wir bekommen einmal Klampe A. Klampe A ist die kleine. Das ist die. Das ist Klampe A. Dann Klampe B. Das ist eine etwas längere. Das müsste die hier sein. So. Dann Klampe C. Oh Gott, das sind ja. Nee, Klampe B war das Gegenstück von Klampe A. So, Klampe B
ist dann die und Klampe C und Klampe D ist dann praktisch die andere Gegenseite. Das sind die beiden hier. So, dann haben wir Klampe E. Das ist die und dann haben wir hier nochmal Klampe F. Das ist auch das Gegenstück davon. Weiter haben wir eine sogenannte Abstandshalter. Den Abstandshalter A haben wir. Das ist der kleine hier. Das ist der Abstandshalter. Und dann haben wir Abstandshalter B. Das ist der große. Dann haben wir Verbindungsplatte. Das ist die große. Wieder mal eine haben wir. Und dann haben wir noch das gleiche, was wir beim bei der 8 hatten. Abschlussleiste der Steuerbordwand. Und natürlich Schrauben. Das ist natürlich die große hier wieder. So, dann legen wir mal los. Was sollen wir tun? Natürlich, wir müssen erstmal unser Deckseil vom Steuerbord nehmen. Und legen dann die Abstandshalterung ein. Meine Güte, Micha. So, die legen wir wie folgt hier nämlich ein. Nämlich so herum, dass hier praktisch dass die glatte Fläche von der Abstandshalterung, die hier mal ist, nach unten ist. Und dann schrauben wir das mit 1, 2, 3, 4 AM-Schrauben fest, die wir hier haben. Wir haben ja dementsprechend auch 4 Löcher, also 4 AM-Schrauben da rein. Eine. Zweite. Kann ich wieder nicht zählen? Nein, ich kann wieder nicht zählen, es sind 5. 5 Löcher, also 5 Schrauben. So, zwei ist die dritte, vierte und zu guter Letzt die fünfte. So, haben wir auch angebracht. Natürlich müssen wir jetzt natürlich die Schlussleiste der Steuerbordwand anbringen. Die setzen wir wie folgt hier wieder auf. Nämlich so. Wir haben hier wieder diese beiden Löcher. Und dann kommt das ganze Ding natürlich hier so passig drauf. Und natürlich kommen da auch AM-Schrauben rein. Hätte mich auch anders gewundert. Und zu guter Letzt natürlich noch die zweite. So. Sitzt auch das Ganze. Jetzt haben wir das praktisch im Endeffekt. Sitzt natürlich aber nicht so perfekt wie die andere Seite. Also nehme ich mal ein bisschen einen kleineren Schraubendreher. Und zieh die Schrauben noch ein bisschen nach. So, jetzt sitzt die Bordwand auch fest. Und jetzt sollen wir die Abstandshalterung mit einbringen. Die Abstandshalterung sollen wir jetzt einsetzen. Und zwar einmal die kleine G. Das ist die hier. Die kommt jetzt hier oben. So hier rein. Und dann haben wir noch die Abstandshalterung H. Das ist die längere. Die kommt da so reingedrückt. Boah, die passt da gar nicht rein.
muss ich da etwa mal ein bisschen Gewalt anwenden. Bisschen viel anscheinend Farbe noch da dran. So, machen wir ein bisschen mit dem Hämmerchen. Die rutscht hier so halbwegs raus. Die ist richtig locker und die andere ist richtig fest. So, dann haben wir das dementsprechend auch. Und jetzt sollen wir das Ganze zusammenfügen. Wir fügen beide Enden jetzt zusammen. Das kommt jetzt nämlich einmal hier, nämlich so. Und jetzt ist die Frage, haben die Stangen im Endeffekt da gar keine weitere Führung, so wie es aussieht, nicht. So, das Schiff wird jetzt so zusammengefügt. Und dann wird das an 1, 2, 3, 4 Punkten auf der Backbordseite. Ja. Da fällt nämlich der Abstandshalter nämlich schon wieder raus. Das ist totaler Humbug. Das hält nicht wirklich. Aber vielleicht hält das gleich besser. So, wir setzen das jetzt so zusammen. Setzen das Schiffchen. Einmal halten wir das so. Und dann rutscht der nämlich schon wieder raus. Leute, das kann doch nicht richtig sein. Das kann doch echt nicht richtig sein. Der soll hier oben, soll der rein. Direkt hier neben der Lücke. Ist aber dermaßen locker. Soll ich den auch vielleicht ein bisschen einkleben? Steht hiervon nämlich nichts, dass ich den einkleben soll. Hm. Der andere, wie gesagt, ist stramm und der andere ist dementsprechend sehr locker. Aber gut, wir versuchen das jetzt mal zusammen zu schrauben und hoffen ganze mal einfach, dass das irgendwie dann irgendwann mal hält, wenn das zusammen ist. Weil, wie gesagt, das drückt ja auch jetzt hier. So, wir nehmen jetzt einfach mal eine Schraube. Ich halte das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen fest. So, und die Schraube setzen wir jetzt hier rein. Eine haben wir drin. Und die zweite kommt dann da rein. Die kommt hier hin. So. Und dann kommt da die dritte hin. Dahin. Und zu guter Letzt die vierte. Und dann sollte theoretisch, praktisch, jetzt unsere Halterungen auch nicht mehr verrutschen können. Und wir haben jetzt dementsprechend, wenn ich das jetzt hier so nehme und hier so reinstecke, zumindest schon mal, nein, so rum war richtig, so, ein Teil vom Schiff. Und die anderen Teile, die wir da bekommen haben, heute in der Ausgabe Nummer 9, die brauchen wir jetzt noch nicht, die brauchen wir erst. Die sollen wir uns dementsprechend gut weglegen. Ich habe sie dementsprechend hier auch in ein Tütchen gepackt, dass ich sie beim nächsten Mal wieder habe. Und damit sind wir mit Ausgabe 9 fertig. So, die Ausgaben 8 und 9 sind verbaut. Hier haben wir das schöne Ergebnis. Sieht das nicht schon wunderbar aus, wenn ich das so halte? Und wenn ich das jetzt nehme, das Deck, und das geht, funktioniert schon, und lege das hier wunderbar rein,
dann haben wir schon ein wunderbares erstes Teil von unserer Titanic. Wahnsinn, rein geiles Modell, kann ich echt nur sagen. Und jeden, der es noch nicht abonniert hat, sollte das tun. Bei Hachette auf der Seite. Ja, wie geht es beim nächsten Mal weiter? Beim nächsten Mal geht es dementsprechend weiter. Wir bekommen weitere Teile für unsere Kolbenmaschine. Wir bekommen den ersten Schornstein. Da werden wir dann den Rauchgenerator dementsprechend einsetzen, den wir ja schon getestet haben in Ausgabe 3. Und wir bekommen einen weiteren Kielabschnitt. Also, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder Spaß gemacht. Wenn ja, wie immer einen Daumen unter dem Video. Kanal natürlich nicht vergessen zu abonnieren, Nachrichtenglocke zu aktivieren, Kommentare setzen, dann habt ihr alles richtig gemacht. Und ich zeige euch das nochmal hier unten eingeblendet. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für euch mit den Worten Glück auf, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund oder werdet gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.